Ja, genau. Nur bis wir raus sind da. Das muss. Seitdem die Chinesen abgesoffen sind, sind sie da pingelig. Aber normalerweise, ne, wenn du hier ins Wasser fällst, auch wenn Sturm, wenn du eine Schwimmweste hast, kannst du ja gar nicht. Ah, da ist eine Pfeife dran sogar. An meiner nicht, nur an deiner. Ja, ja. Ja, 1996, Mensch. Ja, ich war 86 das erste Mal in Thailand. Es geht da hinten mit großen Schritten. Ja? Naja, genau. 1960, ja, Wahnsinn, ne? Wenn du überlegst, früher so der Opa mit 60, was das für eine Respektsperson war, ne? Ja, da hat keiner was gesagt gegen Opa. Heute mauen sie dich alle an. Wir haben Respekt vor dir. Wir sagen immer nichts. Lass mich auch von Zigaretten. Was? Ja, genau. Wir sagen immer nichts, weil wir nicht wissen, ob du es wieder zurücknimmst. Ich weiß, weil dir heute Abend wieder ein Essen schmeißt, ne? Könnten wir ein paar noch rein in die Arme zwischen. Das ist eigentlich mehr Show zum Fotografieren. Ne? Sehr cool. Aber heute haben wir kaum Wellengang. Da hättest du vielleicht gar keine Tablette gebraucht. Schön ist, wenn es richtig knallt. Hast schon mal, wir haben schon mal richtig schöne Tage gehabt. Aber mir gefällt's. Pipi, im Speedboot oder was? Ja, das war ja grausam. Also im Speedboot macht es keinen Spaß, wenn sie da in große Wellen kommen. Ja, da war Action, ne? Aber das ist ja schon Jahre her, ne? Wie lange ist das her? War ich da dabei? Ja. Da wo einer runtergefallen ist, ne? Oder? Ja, das ist von Kai auf Olaf, der Große. Ja, ja. Ist, der hat nicht gehorcht. Ne? Nein, er hat es auch überlebt. Solange nichts Ernsthaftes passiert, ist es immer gut, solche Erfahrungen zu machen. Ja. Ja. Da wusste man ja erst nicht, ob er sich einen Ellbogen gebrochen hat. Hm. Aber dann im Nachhinein. Was? Schwimmen, ja? Die Aufregung steigt, es ist ein Fisch dran. Sushi Time! Pork Roast and Egg, I have to tell. Geh doch mal mit rum. Ja,
Song, ja? Ja, ja, dann nicht, ja. Nein, der ist auch Song. Oh, du, dann nicht, ja, ja. Oh, du, dann nicht. Oh, du, dann nicht. Oh, du, dann nicht. Sushi time. Mittagessen ist gerettet. Ja. Hat er noch einen dran? Heute geht's ab, ein Fisch nach dem anderen. Sind lauter Selbstmörder unterwegs heute. Ich wollte gerade sagen, das haben wir schon was Größeres gesehen. Thunfisch. Aber das haben wir nicht jedes Mal, aber wir haben es jetzt schon. Vorletzte Mal hatten wir es auch. Aber weißt du, wenn da so ein Schwarm in der Nähe ist, dann beißen die halt, ne? Das eine nach dem anderen. Ist ja schon ein Highlight, wenn die dann beißen. Das hast du noch nicht erlebt, ne? Dass die Fische ja, beißen. Klar, ja? Wir haben doch schon mal Sushi dann. Ach, haben wir schon mal gehabt? Ja. Gut, da war ich so besoffen, dass ich es nicht mehr weiß. Ja, weil das letzte Mal, das kann ich mich noch erinnern, dass wir da gefangen haben. Ja, damals. Das ist jetzt auch schon wieder. Naja, aber. Na, aber da war ich bestimmt nicht, weil sonst hätte ich mir das schon gemerkt. Was ist das? Also innerhalb der Umrandung am besten schwimmen und schnorcheln, da seid ihr am sichersten, ne? Aber da ums Boot rum wird jetzt auch nichts passieren. Aber, naja, ihr seid ja alle innerhalb. Ja. Warst du drin? Ja. Have to get one more step, ne? Kaputt again. One more step. Yeah, yeah. Because it's too high, ne? Ah, wait. Yeah, yeah, it's too high. I think you fixed already. Oh, one. Have air? No, my dive. Deine Freundin schläft. Der war voll schlecht, glaube ich. Ja? Ja. Ich esse lieber Sushi-Snack, wenn es den dann gibt. Der ist nämlich viel leckerer. Machst du im Wasser? Ja. Wo ist denn meine Rute? Der Wetter auf gerade. Der Regen hat uns noch nicht verlassen. Naja, aber ist normal, es ist ja noch Regenzeit, solange nicht wieder überflutet alles. Sweet Home. So, bei uns zieht gerade Wetter an. Hier oben das Segel rein. Wow.
zu wenig ist. Es geht aber ein ganz schönes Lüften. Es wird wieder mal aufregend, die Abenteuerreise beginnt, der Hurrikan kommt. Jetzt kommen da 20 Meter hohe Wellen. Das ist ja ganz komisch. Die Ruhe vor dem Sturm. Schau mal, wie ruhig das Wasser immer noch ist. Ja, und dann, was machst du damit, wenn du so viel Rente kriegst? Jetzt hast du 40 Jahre gearbeitet und 2 Jahre geht in die Rente, der weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld. Ja, ich habe hier schon drei Boote an, die Boote oder so, weil da weiß du noch keine, weißt du, wie es dann da oben ist. Schönes Schild auf der Sponsor bei Germany. Also man konnte schon verstehen, dass viele überall arbeiten würden. Ne? Ich finde da, du musst es bis 3000, wo du gleich nicht und dann langsam Abzüge, dass ich das irgendwie unterrechne. Eis, den Eisregen. Das wäre was. Das wäre aber scheiße. Ja, die Linse. Da siehst du noch, wie sie gerade kommt. Das ist eine Scheiße. Aber sowas hat es ja noch nie gegeben, aber kann ja auch mal passieren, ne? Aus irgendeiner Laune raus. Also ich habe es halt noch nicht erlebt, aber dann hat es auch schon gegeben hier. Im Norden schon, im Thailand schon. Ja, hier, ne. Aber wenn es hier mal schneien würde, was meinst du, da wie wenig Autos da weg wären? Die würden alle abrutschen fahren können, kann er mehr fahren. Immer mal anders sein, ne? Winterjacke langsam, na gut, wir jammern auf hohem Niveau, ne? Es ist immer noch nicht so kalt, aber es ist schon ein bisschen frischer. Aber jetzt haben wir tatsächlich noch Regen bekommen, ne? Ja, ich auch nicht. Hast du Sushi probiert? Ja, I don't like it. Warum? It tastes like... Oh, finde ich lecker. Gut. Sehr gut. Sehr prima. Sehr lecker. Sehr lecker. Aber
wenn die Fische älter sind, sind die eine andere Farbe. So viel roter. Dunkler, ja. Das Bier. Hier unten ist wärmer, gell? Da oben war es ganz schön kühl. Super, machst du das. Du kriegst den ersten Preis. Er kann. Ja, das Regen, der Regen hat schon wieder aufgehört, oder? Okay. Nimmt noch ein bisschen Sushi da, die haben noch mal nachgelegt. Das ist schade drum. Ja. Aber wenn ich. Das Problem, wenn ich einmal anfange, ne, die ist ja immer gleich leer, die Flasche. Ja, da ist ja nichts drin. Das ist das Problem. Ich muss die Firma verklagen. Der ist ja ganz frisch. Ja, eben, deswegen genieße ich das umso mehr. Da haben wir ja zugeschaut, wie sie ihn rausgeholt haben. Ja, eben. Ja, wir haben ihn schreien hören. Und einer hat es ja geschafft, ne? Der ist wieder rein. Einer, ja, der ist wieder rein, naja. Aber der beißt das nächste Mal auch wieder an, wenn er macht. Dann ist er größer. Hoffentlich dauert es, hat er noch ein paar gute Jahre. Oder vielleicht hat er auch Glück und er hat es gelernt. Vielleicht lernen die auch was, keine Ahnung. Also wenn man da rüber geht, rechts so rantasten, aufpassen, dass er nicht auf irgendwas rauftretet, auf irgendwelche komischen Viecher. Und da gibt es blaue Korallen. Das ist Coral Island. Sind schön. Aber ganz schön toll. Ne? Kannst du mal lieber gehen, das Ding immer nach dem Schreibern, dann zeigst du uns so. Mach schon mal ein paar Feen. Schwimmst du rüber? Ja. Das ist ich schön, aber ihr könnt ja rüber mit dem Kajak. Das 500 Meter oder? Das ist nicht weit. Ich knall mit dem Support gemacht. Kannst du schwimmen, schaust du gut aus, alles gut. Ja, du packst es. Ja. Aber so auf der rechten Seite schauen, ne? wenn man sieht, man da rechts geht es rein. Irgendwann haben wir mal woanders gehalten. Können wir ja zusammen schwimmen. Ja, oder? Ja, können wir machen. Hat jemand Lust mitzuschwimmen? Ha? Hafenspieler. Geiles Instrument hast du da ausgesucht. Und schwimm darüber. Ein bisschen so rechts, ne? Genau schauen, wo er hinschwimmt. Auf der rechten Seite ist der Rausweg. Schmeißen dann das Seil lieber und dann zieht er uns lieber. Schön. Cool, auch mit der Brusttasche. Auch ein bisschen dieses Mandal. Das ist Hemd. 55% Hemd, 45% Karton. Baumwoll und Hanf? 55% und 45%. Mhm. Das ist auch so normales, lässiges T-Shirt. Ja, mal zum Zeigen normales T-Shirt. Und das ist 100% Hanf, oder? Ja, 55. Und Organic Cotton. Okay. Das ist jetzt auch mit dieser Farbe, wo sich dann immer so ein bisschen auswäscht. Also ich stehe da. Gut.
Und was drüben, gell, auf der Insel? Gut. Hast blaue Korallen gesehen, ja? Ich hab mal reingetreten. Die Füße. Das ist ja nicht angenehm. Ah Gott! Ich musste aufpassen. Das waren Hanfbäume, die Weihnachtsbäume. Wir haben vorhin noch jede Menge Bier, gell? Muss ich mich wieder opfern? Aber ich finde es schon faszinierend hier so, das Grün und... Also, die Ziegen, habt ihr die gesehen, die da auf der... Da war doch die. Hast du die Ziegen gesehen? Auf der anderen Insel? Nein, nicht. Richtig starke Ziegenböcke waren da. Die haben ein schönes Leben da auf dieser Insel. Ab und zu wird mal eine geschlachtet, aber ist doch okay. Die haben wenigstens ein Leben. Weißt du, wenn du siehst, wie stolz die da über die Dinger, über den Berg gehen. Hast du die Ziegen gesehen? Nee. Nee? Ah ja. Ja, genau. Ja, ja, ist eine drauf. Nicht gut gewesen. Ja, genau. Aber du hast ja die Ziegen gesehen. Die denken alle, ich bin verrückt, wenn ich da was von Ziegen erzähle. Das war schön, gell? 10 Ziegen und eine Wasser. Ja, das war aber die andere. Aber wenn du siehst. Die war wild. Die war wild. Die Wasser war. Die Wasserziege war wild. Ja, die war besonders. Aber wenn du überlegst, was die für ein schönes Leben haben da, die Ziegen. Na doch. Na, dort auf der Insel da. Ja. Ja, hast du gesehen, wie kräftig die alle waren? Ja, ja. Zu fressen haben sie genug. Zu fressen haben sie genug und die haben gut gefüttert ausgeschaut und relaxed. Ja, ja. Sind da schön über die Felsen geklettert. Irgendwann mal kommt einer und schnappt sich einer und macht ja. Einen Scheißball. Aber trotzdem hat er ein gutes Leben gehabt. Da. Auf die Ziegen. Magst du auch noch ein Bier? Nachher, ja. Soll ich da eins holen? Nee, nur eine halbe Stunde. Immer on air. Aber schau mal die Farben, das glaubt war der geile Sonnenuntergang. Aber ich finde immer das Faszinierende, das schöne Grün. Schau mal, wie schön grün das alles ist. Ja, das habe ich auch gesagt. Geil. War mir ganz klar, dass Thailand so schön grün ist. Ja, Thailand ist durch das viele Wasser, was wir ja gesehen haben. Wir waren ja zweimal überschwemmt in zwei Wochen. Schau, wie alt sie alle sind, relaxed, ne? Das ist nicht schön. Ist ja auch ein perfekter Tag gewesen. Hat euch gefallen, ne? Sehr gut gefallen. Also es gefällt eigentlich, ich habe jetzt noch nie einen gehabt, den es nicht gefallen hat. Naja, die sind nicht
mit zurückgekommen, den es nicht gefallen ja, hat. Ja, den haben wir dann über Bord geschmissen. Hey, also. Ober hat schon, Ober ist 62, so wurscht. Schau mal, wie du da ausschaust mit 63, ja? Shut up, man. Ja, ja. Look like that. Mhm. Musst das mal schaffen. Vielleicht schaffe ich es nicht. Ich bin ja jetzt voll gefressen und habe einige Biere getrunken. Nein, das Bier ist das. Magst du noch ein Bier? Ja. Nimm, hab. Holst du noch eins? Genau. Und mir noch ein Single-Ausgang. Das ist Lone Island. Da gibt es keinen Strom. Die mich auflöst, dann wenn du nicht in meiner Nähe bist. Ich kenne das nicht, das Lied. Ich bin zu lang weg. Da war ich 16. Ja? Ja. Jetzt bin ich 42. Ja. Aber heute ist schon wieder ein wenig frisch, muss ich sagen. Ja, ist ein geiles Schauspiel, gell? Mit den Blitzen. Schön. Na, gerne. Da muss ich mich so quälen. Nee, das geht nicht! Trinken wir mal noch eins. Ja. Okay. Okay. Dein Bruder hat gesagt, du darfst Opa, noch eins. Wenn der Opa sagt, der Bruder hat gesagt, ich habe gar nichts. Ich habe ja nichts. Ich habe jetzt ja schon 42 Jahre überlebt. Ja, was soll ich da sagen mit meinen 62? Ja, die 20 schon. Wenn es halt vorbei ist, ist es halt vorbei. Mein Gott. So sehe ich es auch. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Es liegt jetzt doch. Just do it. Just do it. Nike. Nike. No. Ja. Du solltest dir bloß den Abend vertreiben und ich kann allein gehen und ich bei dir an. Wir waren nur Freunde und wollten so bleiben. Ich dachte nicht im Traum, dass was passieren kann. Ich weiß nicht wie ewig wir zwei uns schon kennen. Deine Eltern sind mit beiden damals Kegeln gefahren. Wir liegen zu Hause, du schließt einfach Fernsehen. Hell, gell? Wie waren die Geschwister? Tausendmal ist nichts passiert. Okay.
Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal und drückt auf die Glocke. Und macht es auch wirklich, wir überwachen euch, gell? Weil wir können alles überwachen mit der App von der Überwachungs-App. Und wenn ihr nicht drückt, dann gibt es eine Strafe, gell? Ja.